Die drei größten Fehler bei einer Baufinanzierung, die solltest du tunlichst vermeiden. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal zum Thema Baufinanzierung und Immobilien. Heute mit den drei größten Fehlern, die du begehen könntest und vermeiden solltest, wenn es darum geht, deine Baufinanzierung auf die Reihe zu bekommen. Fehler Nummer 1, das Thema Budget. Lebe niemals über deine Verhältnisse. Auch wenn eine Bank beispielsweise dir ein großes Volumen geben würde, mit dem du dir ein Riesenhäuschen kaufen könntest, weil es vielleicht reinpasst in dein Budget, lebe niemals über deine Verhältnisse. Schau beispielsweise, dass sich die Einnahmen und die Ausgaben in einem guten Verhältnis befinden. Was könnte ein gutes Verhältnis sein? Ein gutes Verhältnis könnte zum Beispiel sein, dass die Ausgaben, die du hast, die Fixkosten, auch inklusive der Rate für die Bank, für die Bausparkasse, für die Versicherung, was auch immer, wo die Finanzierung drüber läuft, die sollten niemals 45% deines Haushaltsnettos übersteigen. Bedeutet, um es mal ganz einfach zu sagen, wenn du beispielsweise 2.000 Euro netto hast und man ist dann dementsprechend zu zweit, also 4.000 Euro netto, dann sollte die Rate nicht nur fürs Häuschen, sondern optimalerweise auch für die Nebenkosten die 1,8 nicht überschreiten. Das heißt, 4.000 Nettoeinkommen, was wir haben, davon die 45%, also Pi mal Daumen 1,8 sollte es nicht überschreiten. Übrigens gibt es auch Banken, die genau diese Grenze annehmen, wo die Banken sagen, ey, Kapitaldienstfähigkeit nennt sich das. Wir sollten gucken, dass wir nicht mehr als 45% an Ausgaben haben im Verhältnis zum Einkommen. Also selbst wenn eine Bank euch viel Volumen geben würde, schaut drauf, dass die Rate das Entscheidende ist. Beim Budget geht es ja auf der einen Seite um das Volumen, was ich mir nehme, auf der anderen Seite um das Thema Rate im Monat. Und glaubt mir eins, ihr werdet den Zins vergessen, ihr werdet alles vergessen. Vielleicht sogar das Volumen, was ihr aufgenommen habt. Aber eine Sache werdet ihr nicht vergessen, nämlich die Rate. Warum? Weil ihr jeden Monat an die Rate erinnert werdet, weil sie nämlich vom Konto abgebucht wird. Okay? Und deswegen mein Tipp, achtet auf die Rate, dass die bei euch in euer Budget reinpasst. 45%, tipptopp, dann macht ihr nichts verkehrt bei der Geschichte. Also erstens, lebt nicht über eure Verhältnisse. Zweite Geschichte, achtet unbedingt darauf, dass euer Eigenkapital stimmt. Was sollte das bedeuten? Dass wir nicht zu viel Eigenkapital reingehen in die Finanzierung, um nachher vielleicht nackt dazustehen, ohne Reserven, dann geht das Auto kaputt, dann geht die Waschmaschine kaputt und auf einmal habt ihr gar keine Reserven mehr da, um solche Reparaturen leisten zu können. Also, nicht mit zu viel Eigenkapital rein, aber auch nicht mit zu wenig. Denn wenn wir zu wenig Eigenkapital aufbringen für die Finanzierung, kann es sein, dass wir die Erwerbsnebenkosten vielleicht gar nicht in Eigenkapital mitbringen. Das heißt, einen schlechteren Zins bekommen, dann eine höhere Rate und einfach die Finanzierung nicht mehr sexy ist. Mein Spruch generell ist ja immer, so viel Eigenkapital wie nötig und so wenig wie möglich. Heißt, genau so viel Eigenkapital ausrechnen, damit die Finanzierung tipptopp dasteht, aber auch kein Euro mehr und auch kein Euro weniger. Lasst euch die Schwelle ausrechnen von einem Berater wie mir, dass ihr genau wisst, was muss ich reinbringen. Und vor allen Dingen aber auch, es muss ja nicht immer Barvermögen sein. Ihr könnt ja auch Eigenleistung tätigen. Ihr könnt Dinge am Haus machen. Ihr könnt tapezieren, wenn es denn Tapeten sein müssen. Ihr könnt den Boden verlegen, ihr könnt am Garten was machen. Es gibt so viele Dinge, wo die Bank sagt, ey cool, die machen was am Haus. Das ist Muskelhypothek, Eigenleistung, das zählt wie Eigenkapital. Also, zweiter Fehler, den ihr auch definitiv nicht machen solltet, zu viel oder zu wenig, in Anführungsstrichen, das falsche Eigenkapital einsetzen für eure Finanzierung. Und der dritte Punkt, achtet bitte unbedingt auf das Konzept. Konzeption schlägt Kondition. Hört man öfter draußen. Fakt ist, achtet darauf,
dass das Konzept zu eurer Lebenssituation passt. Achtet darauf, dass in eurer Finanzierung gewisse Bausteine enthalten sind. Wenn ihr zum Beispiel Interesse daran habt, eine Sondertilgung zu machen, achtet darauf, dass eine Sondertilgung drin ist. Wenn es denn sein muss, es gibt gute Alternativen, aber achtet drauf. Achtet vielleicht auch drauf, dass ein Tilgungssatzwechsel mit drin ist. Wenn ihr beispielsweise noch in der Familienplanung seid und ein Kind ansteht, dann fällt man ja automatisch mal ins Elterngeld. Das Elterngeld ist weniger als das Gehalt, was man vorher hatte, zumindest in den meisten Fällen. Bedeutet, wir haben ein bisschen weniger Einkommen. Dann wäre es doch schön, wenn man die Tilgung für diese Elternzeit ein bisschen runterschrauben kann. Vielleicht von 3% auf 2% oder von 2% auf 1,5% oder sowas. Achtet darauf, dass solche variablen Bausteine mit eingebaut sind bei euch in der Finanzierung. Ganz, ganz wichtig. Achtet auch beispielsweise darauf, wenn das Geld nicht jetzt ausgezahlt wird, sondern ein Kauf einer Immobilie heute zwar abgeschlossen wird, aber erst in einem Dreivierteljahr das Haus übergeben wird, achtet darauf, dass ihr keine Strafzinsen, keine Bereitstellungszinsen, so nennt man die, an die Bank zahlt, weil euer Berater nur 3 Monate angegeben hat. Noch viel wichtiger ist das beim Bauen. Baut 12, heute wahrscheinlich sogar lieber 18 Monate zinsbereitstellungsfreie Zeit ein. Das bedeutet, dass das Geld bei der Bank liegt, aber noch nicht abgeholt wird, weil der Bau ja in Einzelschritten voranschreitet. Das heißt, ihr braucht ja nicht am Anfang das ganze Geld, sondern nur in Teilschritten. Wenn es jetzt aber für das Geld, was bei der Bank noch rumliegt, was ihr noch nicht abgeholt habt, Strafzinsen gibt, weil es bei der Beratung versäumt wurde, euch zu sagen oder zu fragen, ihr habt sowas nicht auf dem Schirm. Sucht euch einen Berater, der da firm ist, der das jeden Tag macht. Achtet also auf das Konzept Zinsbindung. 10, 15, 20, 25, whatever. Achtet drauf, dass ihr bei den Zinsen, die wir heute haben, eine möglichst lange Zinssicherheit euch sucht. Ihr könnt nach 10,5 Jahren sowieso kündigen, das Darlehen. Ja? Wenn ihr beispielsweise erstmal nur ein Grundstück kauft, noch kein Haus, noch keinen Bauträger habt, dann finanziert das Grundstück doch variabel. Sichert euch das Grundstück, macht eine variable Finanzierung, die ihr jederzeit ablösen könnt. So habt ihr erstmal Ruhe, ihr habt das Grundstück, die Finanzierung läuft schon mit einer kleinen Rate und dann könnt ihr ganz entspannt nach dem Bauträger suchen. Also Fehler Nummer 3, vermeidet unbedingt eine falsche Konzeption zu wählen. Jetzt liegt es natürlich auch ein bisschen an dem Berater, den ihr wählt, damit der die richtigen Bausteine auch zusammenstellen kann. Sucht euch einen Berater, einen freien Berater, der komplett das Piano in der Breite spielen kann. Es gibt einfach draußen zu viele Institute, die nicht das Piano in der Breite spielen, wo ihr nicht alles bekommt, was es beispielsweise an Förderung oder an Möglichkeiten draußen gibt. Holt euch unbedingt immer eine zweite Meinung ein, eine zweite oder dritte von einem unabhängigen, freien Hypothekenmakler. Das sind die 3 größten Fehler, die man machen kann. Erstens, das falsche Budget, also zu hoch zu verschulden von der monatlichen Rate. Ich sage euch, Weihnachten mit Geschenke und Urlaub macht viel mehr Spaß als ohne. Also eine vernünftige Rate, die reinpasst bei euch in die Haushaltsrechnung. Zweitens, das richtige Eigenkapital, nicht zu wenig, nicht zu viel. Und das richtige Konzept. Achtet unbedingt auf alle Bausteine, die es gibt. Konzeptionen können so unterschiedlich sein. Sucht euch einen Berater, der das alles kennt, der das weiß, der die richtigen Fragen stellt und für euch die perfekte Baufinanzierung zusammenstellt. Das sind die 3 größten Fehler, die ich jeden Tag sehe und die ich dementsprechend vermeide mit unseren Kunden, weil ich genau weiß, worauf es zu achten gilt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deiner anstehenden Baufinanzierung. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich gerne bei uns. Lass einen Kommentar da, lass ein Like da. Abonniere den Kanal, ich freue mich drauf und gib uns gerne Feedback, dass wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit dem Inhalt, den wir hier posten und euch kostenlos zur Verfügung stellen. Alles Gute, liebe Grüße aus dem hohen Norden der Republik, euer Björn. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich habe dir bereits hier auf der rechten Seite ein neues Video reingestellt, was ideal darauf aufbaut, auf dem, was du gerade gesehen hast. Und wenn du nie wieder Informationen verpassen möchtest zum Thema Baufinanzierung und Immobilien, abonniere meinen Kanal
und bekomme immer als Erster exklusiv die Information reingespielt. Dir alles Gute, alles Liebe aus dem Norden und bis bald, dein Björn Scheer. Ciao, ciao.